da wäre ich dankbar. Entschuldigt, Kommandant, es gibt da etwas, das ich euch sagen muss. Ich möchte euch informieren, dass ich unsere Beziehungen aufzulösen wünsche. Ich möchte nach anderen Arbeitsgelegenheiten suchen. Um in Wahrheit zu sagen, ich bin angewidert von euren Gefährten, weil glücklich mit eurem Führungsstil und angewidert von eurem allgemeinen Stand der Dinge. Ja, ja. Geht halt. Ich hoffe, dass ihr da nicht einer, den wir brauchen. Ob so wie es aussieht, nein. So, hier haben wir Menschenjäger. Hier sind orange Dörfler. Hier sind von Swadin. Schauen wir mal in die Schenke. Hier. Lösegeldvermittler brauchen wir nicht. Karawane, Bade. Ja, lernt es mich. Ich finde es irgendwie komisch, dass man hier keine Frauen findet, die eine ohne Mütze, ohne so ein Tuch ist. Alle haben so ein Tuch, also die nicht. Brinna. Dame Brinna. Wollt ihr mir die Ehre erweisen, meine Fürsten, und mir noch ein wenig mehr über euch erzählen? Ich bin Gattin von Graf Matthäus, Mutter von Graf Terok, Mutter von Dame Aliena. Also, ist sie schon besetzt? Schade. Aliena. Darf ich mal wissen, wo die Aliena ist? Dame Adalise Alien, wo ist Alien? Alien ist gar nicht dabei. Okay, egal. Ah doch, hier. Veluca. Das ist doch Veluca, oder? Sei eine liederliche Person, er wird halt wieder Sachen können, Graf, Graf Reichsgraf, Talber, Graf Wundre. Außerdem ist er mit Dame V. Besser verheiratet. Dann schauen wir mal Marschall. Almera, okay. Zum Warenhändler möchte ich gern. Habt ihr irgendwas günstig? Nö. Mächtig teuer diese Stiefel. Aber auch sehr gut. Also gehen wir mal nach Almera. Das ist da drüben, okay. Boah, hab ich gesabbert. Also nicht gesabbert, daneben getrunken. Besoffen. Halb besoffen getrunken. Hallo. Aha. Aufgaben. Nix. Gehen wir mal in eine Zuckerburg. Grunwald müssen wir nicht nach Almera. Da ist Zaren. Ja, jetzt steht es, dass sie geheiratet hat. Ja, soll sie doch? Dumme Walka.
Juhu. Wo ist Jeremus? Da unten. Können wir mal ein bisschen leveln. Und auch noch hochschieben. So. Der Jeremus hab ich zuerst mal ausrüsten. Einen Helm für den Jeremus. Ein Schwert für den Jeremus. Stiefel für den Jeremus. So. Und Fertigkeiten. Also du bist der Heiler. Intelligenz und Wundbehandlung. Machen wir noch auf Schlagkraft. So. Gut, Saren. Naja, ist ja ein Dorf, also ich weiß nicht. Wir werden den angreifen. So. Sultan Hakin von Saran, diesen Sultanat, hat Nara in Besitz genommen. Mein Herr, ich bin Dragobase. Wer seid ihr? Sprecht so, dass ich weiß, wen ich erschlage. Man nennt mich Dragobase, merkt euch diesen Namen, denn ihr werdet noch viel von mir hören. Ich bin Emir Amdaf, Sohn von Emir Ukweis und Fürst von Ain Aswadi und Havaha. Um was geht es? Emir Amada, ich werde dies nur einmal sagen, ergebt euch oder sterbt. Wenn ihr so einen starken Todeswunsch habt, kann ich nicht anders, als ihm nachzukommen. Also ihr, nicht ich. Ja, das ist Kampf im Dorf. Dann werden wir mal angreifen. Ich hoffe, es sterben nicht so viele Dörfler. Aua. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich der Boss. Shit, hab ich für Leben verloren. Ich muss vorsichtig sein. Super. Ich mag den irgendwie, den habe ich schon früher immer geschätzt, weil er Heiler ist. Und er ist später auch ein guter Krieger. Also. Hier ist ein Bauer gestorben. Aber nur einer. Scheinbar. Ja, du feiges Arschloch. Schauen wir mal, was wir entfernen können. Und wieso habe ich jetzt keine Ausrüstung bekommen? Ich habe doch so viele Gegner gekillt. Wir machen die Spielschäden jetzt wieder ein bisschen runter. Das ist wirklich... Ja, ich schaffe die Schwächste. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit zu sterben wegen den Spielschäden. Rodok. So. Schauen wir mal hier. Oh, noch ein Kampf. Ah, das ist ein Kampf zwischen Swadin und Ding. Wir kommen an die Stätte einer meiner größten medizinischen Triumphe vorbei, falls euch das interessiert. Zeigt mir mehr. Der Fürst dort auf Burg Almera hatte Wassersucht und forderte einen Doktor aus Uxal an. Wie jeder typische universitätsausgebildete Doktor sucht er direkt bei Galarian Hilfe.
Galerian empfiehlt Sonnenmetall für Wassersucht. Nun, die meisten von Galerians Schriften waren nutzlos in den Tagen des galatischen Kaisers, als sie zuerst niedergeschrieben wurden, und sie sind heute zweifelsohne immer noch genauso nutzlos. Doch manchmal landet er einen Glückstreffer. Sonnenmetall heilt gewisse Fälle von Wassersucht in kleinen Dosen. In großen Dosen ist Sonnenmetall aber ein Gift, ein Faktum, das die Galerianer nie verstanden. Lol. Und was ist Sonnenmetall? Und was ist Wassersucht? Der Unterschied zwischen Gift und Heilung ist die Dosis. Das könnt ihr jedem sagen, den ihr trefft. Und ihnen auch sagen, dass ihr es zuerst von Jeremus dem Großen gehört habt. Die Leute denken, dass alle Weisheit, die man braucht, in altkaleratisch geschrieben ist. Aber ich sage, dass man doppelt so viel von den Hembammen in den Dörfern und durch sorgfältigen Beobachtungen der Natur lernen kann, wie von gesamten imperialen Korpus. Und deswegen warfen sie mich aus der Universität, obwohl es im Nachhinein ein Segen war. Jedenfalls half ich dem Fürsten wieder auf die Beine und er gab mir einen Sack Gold sowie die Leiche eines gerade gehängten Verbrechers zum Ziehen dafür. Ha, was ich damals alles anstellen musste, um dann am anatomische Präparate zu kommen. Ja, Wissenschaft, Bahnhof oder Zug in Bahnhof, da ist niemand, ich brauche Franchise ist hier, Tiribians, den nehmen wir mal, das ist wahrscheinlich der Marschall, ich weiß jetzt nicht wie der heißt, nicht mehr wie der heißt. Ach komm. Okay, Verluste, natürlich. Kenne ich euch? Ja, jetzt schon. Habt ihr Aufgaben? Nein, natürlich nicht. Talba Schelles. Das heißt Matthias. Zu langsam. Hab doch schneller sehr. Aufgaben. Nein. Weitergehen. Ibteles. Schauen wir mal da rein. Hat hier eine schöne Braut? Nö. Ein X gibt's hier. Weiter nach Jelikala. Schenke. Schauen, ein Bauer. Buchhändler, Wachmann, Buchhändler. Das ist nicht mehr so teuer. Hätte ich jetzt eins genommen für später. Weil unser Buch bald gelesen ist. Ja, Rulli. Noch kurz speichern. Lodok. Und angreifen. Verstärkung ist eingetroffen. Ah, wahrscheinlich die Bauern.
ist ein Turm. Da oben ist eine Windmühle. Schönes Dorf, habe ein bisschen abgelegen. Eigentlich relativ gut für zum Besitzen. Nein, an einer Stadt und dann noch so eingekesselt, damit nicht zu viele Feinde an uns rankommen. Und mit in einem Bereich, auch gut. So, jetzt nicht vergessen. Abschlagen. So. Korn. Nehmen wir mal mit. Weil es recht günstig ist. Und schauen mal nach dem Dorfältesten hier. Weil wenn wir gut mit dem Auskommen, wird es wahrscheinlich uns mal geschenkt, das Dorf. Okay, sie haben leider keine Aufgaben für uns. Und sie haben schon 8 Ziehen. Ich weiß nicht, ob ich bald mal ein paar dieser Leibwächter verkaufen und einfach entlassen. So, sag mir mal, wo der Marschall ist. Wieso müsst ihr immer diese Adligen haben? Jelikala. Macht beim Turnier mit. Oh, ich weiß nicht. Das machen wir dann nächste Aufnahme. Dame Saratten. Bist du besetzt? Ich bin Gattin. Graf Larukchen. Okay, da war. Hab die Aufgaben. Ja, dann geht doch schlechter wieder. Ich mag das nicht. Ja, wir haben M'dir fast gekillt, fast bekommen. Ibdeles, okay. Also, ja, da waren wir erst. Also machen wir das nächste Mal beim Turnier mit und ja, werden nach uns im Dorf schauen, werden wahrscheinlich in den Krieg ziehen und machen ein paar Quests, vor allem diese von Ibdeles da unten. Da. Und ja, also das Spiel ist wieder interessant, bisschen besser als dort bei Vergir und ja. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!